Wir sind am DZNI in Magdeburg, wo untersuchen wir die Mechanismen des Gedächtnisses. Wir haben kleine polysierte Zuckerstrukturen isoliert und charakterisiert, um die Signalübertragung zwischen Nervenzellen präziser zu machen und das Gedächtnis in drei verschiedene Tiermodellen von Demenz und Schizophrenie zu retten. Wir haben diese Zuckerstrukturen intranasal eigentlich verabreicht. Und das ist eine ganz normale Möglichkeit, dann, um ein bisschen größere Moleküle ins Gehirn zu bringen. Eine zeitliche Ordnung Gedächtnistest. Und bei diesen Mäusen werden mehr Zeit bei einem Objekt verbringen, wo haben sie für längere Zeit nie gesehen. Das zu machen, sie sollen eigentlich zwei Objekten gut erinnern und auch erinnern, wann genau die diese gesehen hat. Ja, das Experiment hat gezeigt, dass die kranken Mäuse alle haben ganz normale Gedächtnis. So ist es nicht nur kleine Verbesserung, aber die haben gleiche Gedächtnis dann wie Wildtypmäuse, so normale Mäuse. Ja, wir hoffen, dass auch bei Menschen diese Möglichkeit, diese Methode gut funktionieren wird, so, und wir können dann ein intranasales Spray entwickeln und mit diesem dann Polysier in menschliches Gehirn zu bringen.